wieder soweit. Sie sind in der Sendung gelandet, wo diskutiert wird, wo heiß debattiert wird. Meine Gäste sind alles so Menschen, die wären bei der Super-Nanny sofort aus der Sendung geschmissen worden. Denn diese Sendung ist das Gegenteil einer stillen Treppe. Ich begrüße heute Abend Hella von Sinnen ist heute hier. Cindy und Bert dieser Sendung, Oliver Kalkofe und Bernhard Hoecker. So, meine Damen und Herren, was machen wir in dieser Show? Wir diskutieren, wir debattieren. Das ist das Thema hier. Und das Tolle ist, meine Gäste wissen nicht, welche Themen sie heute debattieren müssen. Sie wissen auch noch gar nicht, ob sie pro oder contra etwas sein müssen. All das erfahren sie gleich. Sie sind todesmutig. Und auch Sie hier im Publikum sind sehr wichtig, denn Sie entscheiden, welche Beschlüsse wir heute hier fassen. Sie können auch mal dazwischen rufen. Das ist ein bisschen so die Stimmung wie im englischen Ober- gegen Unterhaus sind Sie heute Abend. Ich bin die Queen, regel den Verkehr. Und so gehen wir gleich ins erste Thema rein. Und das ist ein Thema, da geht es gleich mal ins Eingemachte. Es geht um jährliche Schönheits-OPs für alle. Jetzt gucken sich einige im Studio ihre Nachbarn an. Ich wiederhole es noch mal. Jährliche Schönheits-OPs für alle ist unsere These. Das kann man hart diskutieren. Und ich würde mal sagen, ich nehme für das Pro jetzt jemand, von dem ich weiß, dass sie absolut gegen dieses Thema wäre, um sie mal gleich so ein bisschen auf die Rampe zu schubsen hier. Liebe Hella, du bist ausnahmsweise, du bist absolut für Schönheits-OPs für alle. Auch auf Krankenschein, oder? Auf Krankenschein, natürlich. Auch für 1 Euro und alles. Du müsstest dich vorne auf die Debattierposition stellen. Sehr gerne. Und ich erwarte von dir ein feuriges Pro. Bitte schön. Natürlich, sehr gerne. Liebe Nation, liebes Auditorium, liebe Kollegen. Wir erinnern uns alle noch, am 25. Juni war es, als Michael Jackson 1 Jahr tot war. Und wir vermissen ihn schmerzlich. Und warum? Weil er so wunderschön aussah. Was hat das gut geklappt mit den gefühlten 63 Schönheitsoperationen? Aus einem attraktiven Jungen wurde eine amputierte Barbie-Puppe. Und ich meine, wollen wir uns das nehmen lassen? Dieses Erfolgserlebnis, dass wir wissen, dass wir alle besser aussehen, wenn wir keine... Ich glaube, ich bin auf dem falschen Argumentationstrend. Nicht nehmen lassen, auszusehen wie Zombies, von der eigenen Mutter nicht mehr erkannt zu werden. Das kann ja auch durchaus Vorteile bringen. Nein, wir wollen es uns nicht nehmen lassen. Wir sind für Schönheits-OPs jährlich. Eine jährlich. Naja, ja. Ich bin nicht dafür. Da warst du aber tapfer. Da du hast du dich tapfer über den Balkon gelehnt. Du bist so gegen gemein. Ihre innerste Überzeugung. Du bist so gemein. Du kennst mich so lange. Du weißt genau, dass ich nicht dafür bin. Ja, aber ich bin. Fand das schön, mit, wo du sagtest, da wird man von der eigenen Familie nicht mehr erkannt. Das kann auch Vorteile das kann haben. Das Vorteile das kommt eben also auf die Familie an. Also ist mir eingefallen. Sorry, dass es nicht mehr war. Trotzdem mit Leidenschaft vorgetragen. Ja. Herr Kessler, Sie zwinkern mir zu, als ob Sie sagen wollen, ja. Das Kontra geht mir ganz leicht von der Lippe. Du müsstest dich eigentlich nur in Hellas tiefste Seele jetzt hineinversetzen, um die Argumente zu finden. Bitte ein starkes Kontra. Bitte schön. Meine Damen und Herren, schauen Sie mich an. Ja, gut, bei Bernhard Hoecker ist es vielleicht gut gegangen, ja? Aber bei mir seit Jahren, seit Jahrzehnten wird an jedem Jahr an meiner Nase rumgedoktert. Seit Jahrzehnten. Und schauen Sie sich diese Nase an. Ist es besser geworden? Nein. Es wird schlimmer und schlimmer. Sie wird größer und größer. Eine Katastrophe. Deutschland darf keine Schönheits-OPs bekommen, denn es geht nach hinten los. Also von daher kann ich nur sagen, nein, ich bin dagegen. Nein.
Aber das mit den Schlupfliedern ist ganz gut geworden. Nee, also ich eröffne jetzt mal die Runde. Ich eröffne die Runde. Eigentlich müsst ihr in den Positionen bleiben. Also ihr Kontra, ihr Pro. Aber ich erlöse Hella von der Pro-Position. Du darfst Kontra diskutieren. Lass mich nicht alleine. Nein, du alleine. Lass mich nicht alleine mit der richtigen Wirklichkeit. Ich bin unglaublich rührend von Ihnen. Aber wenn ich Herrn Kesslers Nase sehe, bin ich für schöner Sache. Ja, gut. Gut. Danke, Herr Kessler. Und eigentlich hätten wir... Ich bin ja eigentlich auch dafür. Nennt mich das dicke Fähnchen im Wind, ich bin jetzt für Schönheit. Und ich bin auch dafür. Ich glaube, das Problem, warum das bei dir nicht funktioniert, liegt nicht daran, dass es jedes Jahr eine Schönheits-OP gibt und es prinzipiell nicht sitzt, sondern dass die Herausforderung für den operierenden Arzt bei deinem Gesicht einfach viel größer ist als bei anderen. Ach was! Ich denke einfach, er hätte sich nicht schon 7-mal die Nase vergrößern lassen sollen. Ja. Hättest du es mal andersrum versucht? Verkleinern. Mach das Kreuz mal auf der anderen Seite der Karte. Ja, okay, ich denke drüber nach. Ach, du hast sie verkleinern lassen. Aber jetzt Zwergnase. Nein. Meine Damen und Herren, wir haben viele, viele Argumente gehört, aber jetzt muss abgestimmt werden. Oh Gott. Ich bitte jetzt mal, in sich zu gehen. Und wenn Sie für die Schönheits-OPs sind, für die Seite von Frau Sinnen und Herrn Hohecker, dann klatschen Sie bitte jetzt. Sehr gut. Und wenn Sie dagegen sind, dann klatschen Sie bitte jetzt. Ich habe ein ganz schwaches Pro gehört insgesamt. Doch, 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 doch. Es war ein kleines Pro von allen von denen, die schon operiert sind und deshalb heftiger geklatscht haben an der Stelle. Deshalb beschließen wir, es ist hiermit festgelegt, wir fordern jährliche Schönheits-OPs für alle. Wir kommen zu einem Thema, das ist heiß, es ist sexy, es ist erotisch, es ist genau das Richtige fürs ZDF. Das Thema ist Monogamie abschaffen. Meine Damen und Herren, ich habe zuerst die Frage nicht verstanden, aber dann habe ich mich eingearbeitet. Ich habe mich eingearbeitet und es ist nicht nur ein wunderbares Thema, es ist auch unsere Bilderrunde. Das heißt, der oder die Vortragende muss das Argument führen anhand eines Bildervortrags, der die oder jener gar nicht kennt. Ich bin durch den Satz gekommen, ich freue mich. Und wer könnte das anderes wollen als Oliver Kalkofe, der dafür ist, dass die Monogamie abgeschafft ist? Ein Pro aus dem tiefen Bereich einer christlichen Seele, bitteschön. Meine Damen und Herren, ich schaue mich hier im Saal um und sehe, dass ich mir eigentlich diesen Vortrag schenken kann. Denn natürlich schauen Sie mich alle an und sagen, ja, endlich ist da einer, der denkt wie wir, der sagt, Monogamie muss abgeschafft werden, denn sie wird überschätzt. Schauen wir uns zum Beispiel dieses Bild an. Stellen Sie sich vor, dieses hier wäre Ihre Ehegattin oder Ihr Gatte. Ja? Und Sie wären jetzt rein moralisch gesetzlich dazu gezwungen, mit diesem Menschen ganz allein jeden Tag 7-mal den Geschlechtsakt zu vollführen. Ja? Da würden Sie sagen, nein, ich gehe lieber auf die Müllkippe und lasse mich unterbuddeln. Ja, deswegen sagen Sie sich natürlich, ich möchte mehr, ich möchte frei sein wie ein Vogel, der über dem gesamten anderen Partnermüll herumfliegt. Ich möchte sehen, was hier sonst noch zu finden ist. Ja? Ich möchte mir einen neuen Partner suchen und da graben und picken dürfen. Nee, picken, habe ich gesagt. So, und hier sehen wir, so, und plötzlich ist das Leben wieder bunt. Ihre Haare sprießen wie eine junge Blume. Sie fühlen sich wohl, sie können schauen, ja, sie können sehen. Es ist egal, nicht? Wen ich finde, jemand, der rosa, gelb, grün ist oder auch jemand im Knast, was weiß ich. Kommen wir zum Fall Kachelmann. Nein, aber wir wollten... Ein schönes Beispiel, meine Damen und Herren. Wir wissen es, ne? Hallo, mein Lausemädchen. Sie kennen das, ne? Da ist jemand, der es uns gezeigt hat, wie es funktioniert. Sehr praktisch. Ja? 17 Frauen, alle einfach den gleichen Kosenamen geben, mit einer Rund-SMS. Fertig ist die Laube, meine Damen und Herren. Es ist einfach gemacht. Ne? Am Ende ist man glücklich, strahlend und gut aussehend, so wie ich und das ohne Schönheitsoperation. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Vögel, die über Müll fliegen, meine Damen und Herren. Eine lyrische Anmutung und ein kleiner Kachelmann-Aspekt. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wer für die Monogamie argumentieren könnte. Wen das überhaupt interessiert? Frau von Sinn nickt, aber ist so ein bisschen mittel. Nee, Moment. Aber ich dränge mich hier nicht vor. Herr Hohecker sieht eigentlich aus seinen treuen blauen Augen mich an und sage, gibt es etwas Schöneres als die Monogamie? Als die Monogamie. Bitte schön, Bernhard. Meine Damen und Herren, Sie lachen, aber ich bin erschüttert. Als ich gehört habe, was dieser Mann gesagt hat, wie er die Zweisamkeit verurteilt, wie er den Mensch zu einer Maschine macht, zu einem von vielen, war ich traurig. Das Erste, was mir durch den Kopf ging, war, das ist Krieg. Das ist Krieg, was wir dann in den Wohnungen haben. Wir haben ein Schlafzimmer mit zwei Betten, aber drei Frauen. Verdammt noch mal, wer liegt in der Ritze? Das ist die Frage. Das ist die Frage, mit denen sich dann die, kann man sie noch Ehe nennen, Ehe es zu spät ist? Nein, sie sich dann auseinandersetzen. Nein, was wir brauchen, ist das hier. Was wir brauchen, das ist die Flut der Liebe. Das Wasser, was uns miteinander verbindet. Wir brauchen die Möglichkeit, dass zwei Menschen getrennt durch einen Strom, durch das Boot der Liebe miteinander verbunden sind und nicht den Vielsitzer, der im Wasser ertrinkt. Ist das nicht symbolisch? Ja, es ist symbolisch. Und deshalb sehen wir hier, was passiert. Weiß jemand, wer aus welchem Glas trinkt? Weiß jemand, wenn er abends nach Hause kommt und all diese vielen Abendessen zugerichtet bekommt, wer hat es gekocht? Weiß ich, wenn ich ins Bad gehe und sehe, die Zahnbürsten reihenweise auf dem Boden liegen, wer sie wieder nicht weggeräumt hat? Nein, ich bin unentschlossen und ich suche den Weg im Trabi. Ich besinne mich zurück auf die Zeit damals, als es noch schön war. Ich sehe jetzt erst die Abkürzungen. Dürfen Dreier richtig sein? Und die Antwort ist nein. Es gibt Leute, die sind anderer Meinung, aber wenn sie mit einer solchen Brille durchs Leben gehen, dann können sie politisch nur Karriere in Brasilien machen. Und wer möchte das schon? Ich bin der Meinung, wir sollten uns wieder auf die Einsamkeit besinnen. Wir sollten uns auf das besinnen, was wir können. Auch er hat monogam gelebt. Er war jahrelang zusammen mit Pippi Langstrumpf, die als Rothaarige hier jetzt für den Ostblock steht, weil ich kein Bild aus dem Osten gefunden habe. Ich habe keine KGB-Zugänge zu den geheimen Archiven. Und sehen Sie, das Lächeln in diesem Gesicht, dieses Kind, was noch ein Kind ist, aber später einmal groß sein wird, das weiß, es hat einen Vater auf hoher See, auf der Hoppetosse. Und es hat eine Mutter, die immer dabei ist, die oben auf sie hinunterblickt und sie beschützt. Und sie muss sich nicht überlegen, wer war meine Mutter, Tommy oder Annika. Dankeschön. Also Pippi Langstrumpf als Beispiel für Monogamie zu nehmen, das ist schon sehr heftig. Meine Damen und Herren, Sie sind jetzt gefragt. Sind Sie auf der Seite von Oliver Kalkofe? Dann klatschen Sie bitte jetzt. Und sind Sie schleimig auf der Seite von Bernhard Hohecker? Dann klatschen Sie bitte. Die Monogamie bleibt uns erhalten und könnte es etwas Schöneres geben als das? Herr Herrmann, verzeihen Sie, wenn ich ganz kurz erwähne, dass mir Ihr Vortrag mich fast zu Tränen gerührt hat. Und am schönsten fand ich, Herr Hohecker, als Sie sagten, keiner weiß mehr, wer das Abendessen zugerichtet hat. Ich fand auch interessant, dass er nicht von Zweisamkeit sprach, sondern von Einsamkeit. Also bleibst du mit dir alleine oder völlig ohne jemanden? Ich habe Monogamie. Ich habe ein verspiegeltes Schlafzimmer und ich genüge mir selbst. Ach, ich hatte Liebe, ich hatte so ich krieg die Bilder nicht aus dem Kopf.
Und ich hatte so das Gefühl, die Angst, man weiß nicht, wer aus welchem Glas getrunken hat. Ja. Das ist nicht Liebe, das ist Bakterienphobie. Das war so mein Ansatz. Wir steigen eine Etage höher im Thema. Gott ist eine Frau. Meine Damen und Herren, das ist ein Thema, da kann man eigentlich... Kann man gar nicht lange genug drüber sprechen. Dieses Mal, glaube ich, spreche ich Frau von Sinnen aus der Seele, wenn ich ihr ein Pro gebe. Allerdings als kleines Problem, Herr Hohecker muss mit. Herr Hohecker und Frau von Sinnen für die These, Gott ist eine Frau. Bitte schön. Das Schöne ist, ich weiß das ja schon seit 40 Jahren. Ja, Gott ich seit etwa 30 Sekunden. Ja, Gott ist eine Frau. Gott ist eine Frau. Ich meine, ich glaube, nur eine Frau ist in der Lage, so etwas viel Schönes herzustellen. Zu schaffen wie ja, uns. Ja, danke. Nur eine Frau ist in der Lage, einen Planeten zu schaffen, der so eben ist, so rund, zumindest auf Distanz. Glauben Sie, was ich der ein blaues glauben Sie mir, Meer erschafft. Entschuldigung, weißt, ich wissen Sie was? Dramaturgisch ja. Auf, dass die Leute aber ich habe richtige Fakten. Nee, weißt du, warum Gott eine Frau ist? Es hat ein Mann versucht, aber eine Frau hat ihn unterbrochen. Aber ich habe ein richtig gutes Argument. Weil wenn es ein Mann wäre, hätten wir jedes Jahr ein Update. Aber die... Aber ich finde es ja gut so. Hella, bitte. Nein, sprechen Sie, Herr Hohecker, sprechen Sie. Ich habe ein Bombenargument. Hast du gerade gesagt, sprechen Sie und dann angefangen zu reden? Ja, so war's. Genau. Ich habe gerade das Gefühl, die Dramaturgie der Szene. Ich habe wirklich ein gutes Argument. Ja. Das ist nicht besonders komisch, aber es ist wirklich ein klasse Argument. Dann bring ich das auch sagen? Ja, richtigen Ernst. Also, der liebe Gott muss eine Frau sein, weil ich wirklich von Freundinnen weiß, dass Kinder zu gebären mit so viel unfassbaren Schmerzen verbunden ist und dass sie das trotzdem nach der Geburt offensichtlich so vergessen, dass sie noch viel mehr Kinder danach auch bekommen. Und das kann sich nur eine Frau ausgedacht haben, sonst gäbe es nur Einzelkinder auf der Welt. Weil irgendeine andere Kollegin hat auch mal gesagt, Männer müssen sich das so vorstellen, wenn Mädchen, also Frauen, Kinder gebären, das ist so, als wenn ein Junge eine Bowlingkugel durch den Penis drücken würde. Also so ungefähr. Ich finde, du hast recht. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Vielen Dank. Danke. Wir müssen ran. Ja. Schöne Bilder und ein starkes Männerkontra. Bitte schön. Ja. Gott, meine Damen und Herren, kann keine Frau sein. Nein. Und zwar aus einem ganz logischen Grund oder vielen logischen Gründen. Schauen Sie sich doch bitte einmal an. Es gibt zwei Geschlechter, den Mann und die Frau. Richtig. Hätte. Somit sind wir schon mal sehr weit vorne, was die Richtigkeit unserer Argumente betrifft. Da hat dieser Mann ganz recht. Bitte notieren Sie sich das. Bitte. Es kann doch nur so gewesen sein, dass Gott ein Mann ist und war und immer noch ist und immer sein wird. Natürlich. Meine Damen und Herren. Für immer und ewig. Und deswegen etwas als Pendant schaffen wollte, was schöner ist als er, was ihn erfreut, was ihm die Möglichkeit gibt zu lieben. Ja. Und deswegen musste er die Frau erfinden, weil es sie in seiner etwas zurückgebliebenen Gestalt nicht gab. Und deswegen hat er das Wunder Frau erfunden, um sich selbst und alle Männer, die eben erstmal als erstes so aus dem Leben geschossen wurden nach seinem Ebenbild, zu erfreuen. Auch dieses handwerkliche Geschick. Ja. Dieses handwerkliche Geschick, diese Erde zusammenzuzimmern. Das Sie kann meinen, keine. Das mit der Rippe? Das mit der Rippe, genau, Frau von Sinnen. Das kann nur ein Mann. Und als Gott damals sozusagen durch das Weltall steuerte in seinem Raumschiff und unsere Erde fand, ich meine, eine Frau am Steuer hätte doch nie die Erde gefunden. Ja. Ja. Es muss ein Mann gewesen sein. Und schauen wir uns einmal auf der Erde um und sehen wir, was das zum Teil, also sagen wir mal so, die Erde, man sieht ja eins, sie ist gut gemeint. Ja? Sie ist auch gut gemacht. Sie ist handwerklich solide. Solide. Ja? Aber sie hält. Inhaltlich, also da gibt es vieles, wo man drüber diskutieren könnte. Ja. Und Frauen sind ja eben viel logischer und emotionaler denkender. Die Welt wäre nicht so fehlerhaft, wie sie wäre, wenn eine Frau sie geschaffen hätte. Sondern es war ein Mann am siebten Tage nach einem Kasten Bier, der sagte, ah, scheiß drauf, das reißt du. Genau. Okay. Danke. 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 Danke.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Feminismus hier durchgreift. Männer und Frauen. Wer auf der Seite von Frau von Sinn und Herrn Hohecke ist, klatscht bitte jetzt. Aha. So, Männer. Und wer auf der anderen Seite ist, klatscht bitte jetzt. Männer. Danke. Also, es bleibt so. Gott ist ein Mann irgendwo zwischen Roger Whittaker und Vater Abraham. Da ist er. Wir haben es wieder mal beschlossen. Zu unserem nächsten Thema haben wir einen kleinen Einspieler und den gucken wir uns an. Die deutsche Nationalhymne ist in der Krise. Miserable Intonation, eine schlappe Performance und fehlende Textsicherheit vergraulen das Publikum. Nach Josef Haydn soll nun wieder ein Profi verpflichtet werden. Bundeskapellmeister Stefan Raab soll die neue Hithymne klingeltontauglich vertonen. Das wäre jetzt mal die Frage. Soll Stefan Raab die neue deutsche Nationalhymne texten, produzieren, musizieren? Ich gebe das mal in die offene Runde direkt. Ist er da der Richtige dafür? Also ich bin auf jeden Fall dafür. Das weißt du doch gar nicht. Bin ich jetzt dafür oder dagegen? Ach so, Sie bestimmen das jetzt. Das weißt du doch gar nicht. Ich bestimme ja noch mal. Ach so, zeig mir die Störung. Aber ich würde sagen, da du so vorpreschst und so dafür bist, kriegst du Kontra. Also du bist dagegen und die Seite ist bitte dafür. Sehr schön. Ja, absolut bin ich dafür. Natürlich, Stefan Raab ist ein super Musikproduzent. Man könnte immer schön auf der Ukulele eine Deutschlandhymne überall trällern. Also ich finde es super. Ja, wir wissen auch, dass das überhaupt nicht klappt. Die Hymne gibt es zwar schon sehr lange, keine Sau kann sie auswendig. Selbst wenn Sarah Connor versucht, es zu singen, kommt verbrüdig im Glanze oder sonst etwas dabei raus. Machen wir doch einfach nur Maschendrahtzaun oder so. Ich denke aber, das ist doch genau das Problem. Das ist doch genau das Problem. Wollen wir, dass unsere Nationalelf in Südafrika gestanden hätte und hätte dann gesungen Wadde, Hadde, Dudde, Da? Ja, es hätte zu einer großen Belustigung des Publikums geführt. Ja, die Deutschen gelten ja immer so als humorlos. Wir würden endlich mal Humor haben Sie in die Welt raustragen. Damit haben Sie recht. Ich finde, die Ernsthaftigkeit eines Einigkeit und Recht und Freiheit ist durch ein Wadde, Hadde, Dudde, Da oder durch ein Maschendrahtzaun nicht zu überbieten. Und Ich weiß, und wir sehen es auch hier wieder, Minderheiten müssen zusammenhalten. Und ich weiß, ganz Deutschland hinter mir. Lieber Herr Hocker, und zwar nicht ganz Deutschland. Nach dem Mauerfall haben die Leute aus der DDR ihre Hymne einfach wegradiert bekommen und wir haben einfach sie annektiert und unsere genommen. Looking for freedom. Es hätte dringend eine gemeinsame geben müssen nach der Wiedervereinigung. Und deswegen wäre Stefan Raab genau der Richtige, die zu kombinieren. David Hasselhoff hat sich angeboten, es hat nicht funktioniert. Ja. Deswegen Stefan Raab. Aber eine Hymne ist doch mehr als nur ein moderner Ausdruck von Sympathie oder von Laune. Hymne ist Geschichte. Ach, Hymne. Allein der Text, Geschichte. Allein der Text, es müsste heißen Einigkeit und Recht und Freizeit. Für das deutsche Mutterland. Und da stehen wir schwesterlich, denn Gott ist ja auch eine Frau, wie wir es erleben wissen. Nein, das war nicht. Ach, ist es doch ein Mann? Ja. Nein, es war doch eine Frau. Das war doch meine Meinung, dass es eine Frau war. Es ist, ihr Lieben, ich erweitere die Runde ins Publikum. Wenn Sie dafür sind, dass Stefan das machen soll, klatschen Sie bitte jetzt. Also, wenn Sie dagegen sind, dann klatschen Sie bitte jetzt. Besonders gefällt mir, dass Hella wohlwollend die Ovation entgegennimmt, obwohl sie sich ganz auf die andere Seite gerobbt hat. Aber es ist beschlossen, Stefan macht nicht die neue Nationalhymne. So. Wir kommen zur Königsdisziplin dieser Show. Wir kommen zum schnellen Wechsel. Ein Thema muss von einer Person diskutiert werden. Pro und Contra wechseln nach Pfiff ab. Und ich glaube, es ist wieder mal Zeit, dass Herr Hohecker diese schöne Pflicht übernimmt. Bernhard, ich bitte dich in die Mitte. Du hast ein Thema, das deiner Mitspielerin sehr, sehr am Herzen liegt. Das Thema ist Overallpflicht. Alle Menschen in Deutschland sollen nur noch in Overalls herumlaufen. Du spürst, wie von Hella eine Woge der Unterstützung die dir herüberschwappt. Ich fürchte, dass es schlagartig mit Pfiff. Gleich geht die auch wieder mit. Hier ist Bernhard mit der schnellen Runde. Bitte schön. Ja. Bitte mit dem Pro anfangen.
Meine Damen und Herren, mal hin als schauen Sie sich das an. Was haben wir ein Problem? Ich bin ja dafür. Ne? Was haben wir für ein Problem in Deutschland? Wir essen, wir werden dicker und dicker und wir wollen die endgültige Konsequenz. Die wollen wir verhindern. Das Letzte, was unsere Körper noch zusammenhält, das ist und kann nur ein Overall sein. Etwas, was ich aufs Tiefste verachte. Denn ist es nicht viel schöner, wenn der Körper bei seinem Wachstum in alle Himmelsrichtungen den Weg sucht, den er sich selber haben will? Wie Wachstum in alle Himmelsrichtungen, Herr Hoeker? Ich finde es gut, dass der Mensch selbst entscheidet. Ein Overall würde einen einschränken. Er entspricht nicht unserem Charakter. Unser Charakter ist vielfältig. Wir wollen das Verschiedene. Und das ist schlecht. Es ist wichtig, dass wir auf etwas reduziert werden, dass wir einheitlich aussehen, dass wir unten anfangen, wie wir oben aufhören, dass der Mensch, der uns gegenübersteht, sieht, das ist aber scheiße, wie das aussieht. Ich möchte gerne, dass ich dir die Hemdknöpfe aufreißen kann, ohne dass dir sofort die Hose herunterfällt. Ich möchte gerne, dass du in dem einen Laden ein Oberteil kaufst und in dem anderen ein Unterteil, ohne dass die Dinger zusammenhängen und einmal quer über die Straße hängen. Denn genau das ist es, was Deutschland nicht braucht. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen Entspannung. Wir brauchen ein einheitliches Denken, ein einheitliches Aussehen. Ich bin dafür nicht nur ein Overall für alle, sondern eine Farbe für alle. Denn dann konzentrieren wir uns auf den Charakter. Auf den Charakter jedes Einzelnen. Das Aussehen spielt keine Rolle mehr. Der Charakter ist das, was zählt. Und das will keiner haben. Vielen Dank. Sehr schön argumentiert, sehr schön gemodelt. Vielen Dank, Heller. Sehr Was gerne. Wäre denn jetzt deine private Meinung zu dem Thema? Meine? Seine? Ach so. Ich bin für ein Overall, aber nicht überall. Manchmal kann es auch... Sachen Monogamie, ne? Ja, genau, das ist, bin ja einsam. Gut, dann notiere ich das. So, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt viel gehört, Sie haben die wunderbaren Gäste gesehen. Sie müssen jetzt die Plätze verlassen und sich hinter das Team stellen, das Sie bei einer Scheidung oder einem Rechtsstreit oder einer Talkshow auf Ihrer Seite haben wollen. Bitte erheben Sie sich jetzt und gehen Sie zu den Menschen Ihres Vertrauens, meine Damen und Herren. Ich fasse jetzt noch mal die Beschlüsse des heutigen Tages zusammen. Wir werden jährlich Schönheits-OPs haben, meine Damen und Herren. Es ist wirklich so, alle Menschen müssen einmal im Jahr operiert werden. Die Monogamie wird nicht abgeschafft. Das ist eine gute Nachricht in Bayern. Wir bleiben monogam und gucken auch nie in andere Gärten. Gott ist keine Frau, sondern immer noch ein Mann. Und die Overall-Pflicht, meine Damen und Herren, wird nicht immer eingeführt, sondern mal so, sagt zumindest Herr Hoeker. So, ich gucke mal nach hinten und sehe, auf jeden Fall hat diese Seite gewonnen, meine Damen und Herren. Und nächstes Mal gibt es wieder ganz neue und aufregende Themen. Unter anderem ist Koriander überschätzt und gilt Apfelshampoo schon als Giftmüll. Bis dann. Tschüss.